Für das heutige Projekt habe ich etwas auf My Mini Factory unterstützt. Und das Ganze steckt hier in der Kiste und das habe ich zum Teil auch mit diesem Holzfilament gedruckt. Und in dem heutigen Video werden wir uns anschauen, was denn da drin ist und wie ich das Ganze dann mit dem Holzfilament gedruckt habe. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von makorama.de und der ein oder andere wird es schon langsam aber sicher erahnen. Ich habe nämlich für meine Tabletop-Figuren, wo ich aktuell gerade am Drucken bin wie wild, da kommt auch bald ein Video dazu für den Elegum Mars 3 Pro. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren. Da bin ich jetzt aktuell dabei, Trommelwirbel, das Stage-Top zu drucken. Das ist nämlich ein Tisch, den man auf den Tisch stellen kann, dass man die Möglichkeit hat, okay, mitten im Spiel, Essen ist da, man räumt den Tisch zur Seite oder stellt den zur Seite, kann dann also alles so lassen, wie es ist und hat dann den Tisch frei eigentlich zum Essen. Und das fand ich so genial, dass ich gesagt habe, okay, ich unterstütze das ganze Projekt und fang einfach mal an zu drucken. Ihr seht hier schon einiges drin an Zeug und ihr seht auch hier schon die ersten Holzteile, die ich gedruckt habe, unter anderem sowas hier. Und ich würde sagen, wir bauen es erstmal so ein bisschen auf, zumindest mal so grob. Ich nehme mal hier den Würfeltower als erstes raus. Den hat der ein oder andere schon mal in einem Kurzvideo gesehen. Da habe ich nämlich mittlerweile im dritten Versuch, der zweite ist hier drin. Da ist mir das Filament ausgegangen, weil ich gedacht habe, okay, komm, der erste Versuch ist fehlgeschlagen. Ich habe kein blaues Filament mehr. Ich muss es erst nachbestellen, habe es in Rot gedruckt. Und dann ist das rote Filament mir zwischendrin einfach ausgegangen, weil ich dann auch nicht genug davon hatte. War natürlich auch super. Jetzt ist das blaue da und endlich hat es funktioniert. Der Druck ist geglückt und es war der dritte insgesamt. Und man hat dann hier nochmal so ein schönes Auffangbehältnis hier unten. Und jetzt mal gerade gucken. Klack. Das Ganze einfach so zusammenstecken und dann hat man hier einen schönen Dice Tower, den man da hinstellen kann. Natürlich kommt das Ganze auch mit ein paar Beinen, die man braucht, um das Ganze natürlich ein bisschen auf ein gewisses Level zu hieven. Man hat solche Rampen hier an der Seite. Und da seht ihr schon gleich, das habe ich in dem Fiberlogy Fiberwood gedruckt. Da komme ich gleich nochmal dazu, wie ich das gedruckt habe und warum ich es nicht mehr in diesem Holzfilament drucken würde. Nicht, weil das Material nicht gut ist, also es ist echt großartig, lässt sich wirklich wunderbar drucken, hat echt hervorragende Eigenschaften, hat auch eine schöne Haptik und alles drum und dran. Aber es gibt einen Grund, warum ich das nicht mehr machen würde. Komme ich gleich nochmal zu. Und dann gibt es noch ein paar Platten. Ihr seht schon, ich habe hier unterschiedliche Farben genommen, um das Ganze mal zu testen, wie das denn aussieht. Ich bin erst mit dem dunklen Holzfilament entsprechend gegangen, habe mir jetzt aber überlegt, okay, ich probiere nochmal das Filamentum Vertigo Starlight aus entsprechend, also das gleiche wie das hier entsprechend, um nochmal die Platten im Kontrast zu den Wänden zu drucken. Und dann haben wir natürlich nochmal den Hauptbestandteil vom Tisch. Da kommt zum einen dann entsprechend später das Ganze zum Einsatz, dass wir hier dann nochmal den Würfelturm später haben. Aber das schauen wir uns gleich nochmal gemütlich an. Und ich würde sagen, ich baue erstmal auf. Ich blende ein bisschen B-Roll ein, wie ich das Ganze aufbaue. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
Und da ist das ganze Teil auch schon zusammengebaut. Ihr habt hier mal so eine kleine Figur von Loot Studios als Größenvergleich, damit ihr wisst, wie groß das Teil momentan ungefähr ist. Also diese relativ große Figur für ein Tabletop-Spiel ist dann so groß wie eine dieser Kacheln hier. Das ist also praktisch, dass man die Kacheln so ausdrucken kann und dann sehen kann, okay, ich gehe jetzt hier ein, zwei Schritte nach vorne. Ja, das ist also schon mal ziemlich cool gemacht. Ich finde es auch cool, dass man hier so eine Möglichkeit hat. Also hier fehlen noch so zwei Becher, wo man noch irgendwelche Spielfiguren reinsetzen kann. Also wie zum Beispiel mal für Monopoly oder sonstige Spiele entsprechend, wo man spezielle Teile hat, die man dann aufs Spielfeld setzen kann. Da kann man hier nochmal so Becher reinsetzen. Die werde ich nochmal im Nachgang drucken. Hier oben hat man Platz quasi, um Würfel oder irgendein anderes Zeug reinzupacken. Ist also wirklich schon durchdacht. Das ist alles in diesem Accessoire-Paket mit dabei. Das kriegt ihr alles in einem großen Paket, wenn ihr das entsprechend kauft und runterladet. Und ich muss sagen, ich finde das Ganze schon recht cool von der Aufmachung her und von der Art und Weise, wie es sich drucken lässt. Das ist nämlich wirklich durchdacht. Ihr braucht für kein einziges Teil Support. Ich habe jetzt hier Support angesetzt, weil ich ein bisschen deppert war und vergessen habe, die Checkmark für den Tree Support abzuhaken, weil ich noch ein anderes Projekt parallel gedruckt habe. Und deswegen habe ich hier an den Holzteilen überall nochmal in diesen kleinen Rillen hier, naja, noch ein bisschen Tree Support drin stecken, den ich jetzt so nach und nach rausgraben muss. Aber neu drucken möchte ich es natürlich nicht, weil das Ganze ist eine Materialschlacht, muss ich jetzt mal so sagen. Für die, ich habe noch ein bisschen mehr gedruckt, für die 3x2 Kachel-Varianten. Also ich rede jetzt hier von, wo habe ich die Kacheln? Für diese Kacheln hier, ja, davon 3x2 in der Auflösung her, habe ich jetzt summa summarum, ich glaube, 2 Rollen PLA allein für diese Teile hier verbraucht. Habe dann nochmal eine Rolle ungefähr gebraucht, um jetzt hier diese ganzen kleinen blauen Teile zu drucken. Nicht ganz eine Rolle. Eine 750 Gramm Rolle reicht vollkommen aus. Und dann natürlich nochmal 2, 3 Rollen von den 750 Gramm Spulen hier von diesem Fiberwood. Das geht natürlich dann mit der Zeit schon ein bisschen ins Geld. Das ist vollkommen klar. Und wenn ihr das Ganze größer drucken wollt, müsst ihr natürlich auch ein bisschen Material einplanen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe keinen Drucker zu Hause, aber ich spiele gerne Tabletops, ich biete das Ganze auch gerne an zu drucken. Da könnt ihr das Ganze runterladen. Ich habe mittlerweile die kommerzielle Version entsprechend davon gekauft. Das heißt also, ihr könnt das Ganze unten in der Videobeschreibung, ist ein Link, könnt ihr das Ganze online bestellen. Ihr könnt es euch später von der Farbe konfigurieren und von den Materialien, die wir dort anbieten. Und könnt auch sagen, okay, ich hätte gerne noch ein Accessoire oder irgendwas dabei, wie jetzt hier zum Beispiel den Dice Tower. Und es gibt eine Sache zu beachten, das werde ich auf jeden Fall nicht anbieten, das ist nämlich, dass ich das in Holz drucken werde. Nicht, weil sich das Holz nicht gut drucken lässt, da kommen wir gleich nochmal dazu. Das Holz lässt sich wirklich bombastisch drucken, gerade das Fiberwood hier von Fiberlogy, das lässt sich wirklich, wirklich gut drucken. Nein, aber es ist halt eigentlich, im eigentlichen Sinne, ein mechanisches Bauteil. Und wenn ich jetzt mal hier in die Kiste greife und mal gucke, da habe ich einen Teil. Genau, das ist sogar noch gerade das Richtige. Da sieht man relativ gut, das sind zwei Teile eigentlich. Hier vorne sieht man, da habe ich zwei Teile nochmal zusammengeklebt. Und das Problem ist einfach hier rechts und links durch diese Klammern. Und in der Mitte hat man nochmal, na, ich raub's mal hier raus, ja, diese kleinen Clips, also hier oben den Teil, der in den unteren Teil von dieser Wand hier eingelassen ist. Und wer Holzfilament kennt, weiß, dass Holz mechanisch nicht wirklich gut belastbar ist. Also das ist das Holzfilament. Und dass es gerne auch mal bricht. Und dass die Leierhaftung nicht wirklich gut ist. Und das ist mir in der Tat hier vorne an dem einen Clip passiert. Und natürlich auch an jedem Clip, der hier innen drin ist. Einer von den dreien. Die sind mir allesamt gebrochen. Das heißt also, ich habe die einfach raus und habe die geklebt. Und bei der zweiten Version, die ich davon gedruckt habe, habe ich einfach den oberen und den unteren Teil einfach in Fusion 360 genommen und habe den zusammengefused, also aus zwei Teilen einen gemacht und habe das dann in einem Teil gedruckt. Habe das dann so rumgedruckt, damit die Oberfläche hier oben schön flach ist und schön glatt ist. Hier, die ist noch ein bisschen angeraut, weil ich es so rumgedruckt habe. Und da muss ich sagen, da hatte ich dann absolut gar keine Probleme, das zu drucken. Das hat wunderbar funktioniert. Allerdings habe ich immer wieder ein mulmiges Gefühl, wenn ich hier unten die Schrauben entsprechend drauf schraube, weil es dann immer so ein bisschen knackt und alles drum und dran. Und ich dann Angst habe, dass da nochmal irgendwas abbricht und ich dann nochmal ein Teil neu drucken muss. Das ist dann natürlich schon mal so ein bisschen, naja, wo ich sage, nimmt Holzfilament auf jeden Fall nicht, um diesen Rahmen zu drucken. Für die Kacheln, okay, könnt ihr gerne machen. Ist ein cooles Detail, was man machen kann. Also ich werde die definitiv hier so drin lassen, weil mir die von dem Kontrast her gut gefallen, jetzt in dem Schachbrettmuster. Aber für solche mechanischen Teile oder aber auch für diese kleinen Teile hier, verwendet bitte kein Holzfilament. Das ist nämlich wirklich, naja, einfach nicht gut genug von den mechanischen Eigenschaften. Da funktioniert PLA wirklich gut. Und da muss ich auch sagen, die Teile, die ich in normalem PLA gedruckt habe,
die sitzen wie eine Eins. Die funktionieren wirklich gut. Da merkt man, dass die Jungs von Gutshop Games wirklich sich Gedanken gemacht haben. Das ist wirklich kinderleicht. Ich kann mal hier noch eine zweite Platte rausnehmen und euch das mal gerade live zeigen. Das ist wirklich hier entsprechend. Die zwei Teile gehen zusammen wie nichts. Ich brauche jetzt nochmal hier. Na. Zwei solche Teile. Steckt die da drauf. Und das ist wirklich ein Genuss, wie leicht das Ganze sich zusammenschrauben lässt. Und damit kann man natürlich den ganzen Tisch Modul für Modul erweitern. Ihr seht, ich habe jetzt hier eine 2x3 Variante gedruckt. Wir werden auch noch mehr Module drucken, ganz einfach, weil wir sagen, okay, wir möchten so ein bisschen größeres Spielfeld haben, dass wir auch ein paar größere Spielbretter drauf aufbauen können. Das reicht jetzt für einen Mensch ärgerlich nicht oder aber auch für ein kleines Tabletop-Spiel, wenn es in Richtung Monopoly geht oder aber auch zum Beispiel mal, was wir jetzt nutzen, Carcassonne oder Cashflow oder wie die Spiele auch alle heißen. Da ist dann hier die 2x3 Variante oder die 2x2 Variante schon ein bisschen zu klein. Und ja, wenn ihr dann überlegt, wie das Ganze dann entsprechend vom Materialverbrauch her ist, dann geht das schon ins Geld. Aber es ist ganz cool, weil ihr habt hier die Möglichkeit zu sagen, okay, wir spielen, wir bauen uns was auf. Und wenn das Spiel ein bisschen länger dauert oder ihr puzzelt hier drauf irgendwas, ihr sagt, okay, ich will gar nicht hier mit Würfeln und Dice Tower oder so in Richtung spielen. Ich mache hier drauf eigentlich nur ein Puzzle. Und möchte dieses Puzzle dann einfach nehmen, zur Seite stellen und möchte dann meinen Tisch ganz normal nutzen, wie ich ihn brauche. Und wenn ich damit fertig bin, stelle ich das Teil wieder drauf und kann weitermachen. Für sowas ist das Teil gedacht. Und das ist echt genial, weil wir haben schon öfters das Szenario gehabt, okay, wir zocken gerade was und ja, jetzt ist Essen da oder wir haben gerade gekocht und wir brauchen den Tisch. Und wir wollen aber nicht abräumen, sondern wir versuchen so akribisch, wie es nur geht, entsprechend das Spielfeld so rüberzuschieben, dass wir genug Platz haben zum Essen. Und das ist nervig und damit kann man einfach das Teil nehmen, rüberstellen und kann den Tisch ganz wie gewohnt entsprechend weiter benutzen. Hier unten drunter hat man natürlich Platz, wie ich jetzt hier für meine Fernbedienung von der Kamera. Da kann ich auch eine Filamentrolle drunter packen und kann hier, was weiß ich, Snacks, Getränke, Fernbedienungen, alles mögliche drunter packen, wenn ich das Ganze auf den Wohnzimmertisch stelle. Ist also wirklich eine coole Idee. Wie gesagt, wenn ihr euch das Ganze anschauen wollt, den Link dazu zu meinem Mini Factory findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr sagt, okay, ich hätte das Ganze gerne gedruckt, findet ihr den Link zum Makorama, zum Produkt unten auch in der Videobeschreibung. Dann gibt es noch einen Punkt, den ich eben angesprochen habe, wie ich das Holzfilament gedruckt habe. Und ich habe hier das Fiberlogi Fiberwood entsprechend genommen. Ganz einfach, weil ich das schon ewig mal im Blick hatte und gedacht habe, okay, das möchte ich jetzt mal nutzen. Und es gibt ein paar Sachen, die ihr beachten müsst. Es ist nicht wirklich schwierig zu drucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Das seht ihr schon, wenn ich mal hier wieder in die Kiste reingreife und was rauskriege endlich mal. Und dann hier die Platte rausnehme. Die ist wirklich kerzengerade und die ist wirklich schön flach gedruckt. Die habe ich mit dieser Seite unten auf der PEI-Platte gedruckt, die mittlerweile durch das PET kaputt gegangen ist. Aber diese Platte ist wirklich super glatt und kerzengerade rausgekommen. Ganz einfach, weil sich das Filament wirklich gut drucken lässt. Den Link dazu findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und hier auf der Rolle steht, dass man das Ganze mit 190 bis 210 Grad Düsentemperatur drucken kann. Und da muss ich sagen, ja, das funktioniert definitiv. Man kann aber noch deutlich weiter drunter gehen. Ich habe nämlich das Ganze mit 185 Grad gedruckt. Das hat bei mir wunderbar funktioniert, wie ihr hier sehen könnt. Die Teile sehen, finde ich, alle gut aus. Und ich muss sagen, Holzfilament hat da noch ein paar Vorteile, die man ausnutzen kann. Denn diese Temperaturrange hier gibt natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich drucke das Ganze mal ein bisschen heißer, mal ein bisschen kälter und stelle die Temperatur während dem Druck hoch und runter. Dadurch kann man natürlich auch einen Effekt erzielen, dass man so ein helles Holz wie das hier natürlich noch mal ein bisschen einfärbt, weil es natürlich dann entsprechend sich mit der Temperatur auch ein bisschen verfärbt. Ähnlich wie es das eine ABS, was ich da hinten habe, das hellblaue, das verfärbt sich auch immer so ein ganz klein bisschen, wo es dann leicht ankokelt und entsprechend, je nachdem, wie ich es drucke. Und das Gleiche kann man natürlich auch mit dem Holz gewollt machen, dass man sagt, hey, man hat hier so ein paar dunklere Flecken drin und gibt dem schon mal so eine Art Patina. Das kann man jetzt mögen, kann man aber auch nicht mögen. Von daher ist Geschmackssache. Ja, ich würde es definitiv demnächst mal, wenn ich nochmal was mit dem Holz drucke, ihr seht, ich habe hier noch ein bisschen was drauf, werde ich es definitiv mal ausprobieren und werde dazu auch vielleicht mal ein Kurzvideo veröffentlichen. Ist auf jeden Fall ein cooler Tipp, finde ich. Mit dem dunklen Holz, ja, bin ich gespannt, wie es funktioniert. Da habe ich auch noch ein bisschen was übrig, da werde ich es auch mal ausprobieren. Weiß ich nicht ganz, ob es so gut rauskommt, aber das werden wir sehen.
In Bezug auf Betttemperatur bin ich da bei 60 Grad geblieben. Also ganz normal wie bei PLA. Es ist ja auch eigentlich ein PLA-Filament, was mit Holzfasern angereichert ist. Und wenn wir schon gerade bei Holzfasern sind, da gibt es gleich den nächsten Tipp. Nutzt einen größeren Düsendurchmesser. Also 0,4 habe ich schon die Erfahrung gemacht. Verstopft ihr euch die Düse. Bei 0,5 mm sagt der ein oder andere, kann es funktionieren. Ich habe jetzt hier bei mir von Fitus die 0,6 mm Plated Kappa Düsen drauf. Da hat es wunderbar funktioniert auf allen Druckern, wo ich es gedruckt habe. Also auf dem Bruce, auf dem Veron und auf dem Mini. Und da habe ich absolut keine Probleme damit gehabt. Und natürlich auch mit 0,8 oder darüber könnt ihr es natürlich auch drucken. Dann müsst ihr halt natürlich bedenken, dass dann auch die Layerhöhe und die Layer entsprechend besser sichtbar werden. Aber beim Holzfilament sage ich mal ganz ehrlich, also hier diese 0,3 mm sehen hier nicht so schlimm aus wie jetzt zum Beispiel mal bei einem normalen PLA. Wobei ich jetzt sage, okay, wenn man das ordentlich druckt, ein paar schöne Layer sind nicht wirklich schlimm. Das sieht wirklich gut aus und da muss man sich nicht für schämen. Das ist sogar eher, naja, eine schöne Textur, die man dann den Druckobjekten geben kann. Aber ihr werdet es bei dem Holzfilament nicht so stark merken. Und wenn ihr sagt, okay, das gefällt euch nicht, könnt ihr immer noch hingehen und könnt ein Schleifpapier nehmen und könnt das sehr gut nachbearbeiten. Ihr könnt sogar hingehen, das habe ich auch schon mal gesehen, das werde ich auch mal probieren, könnt das Ganze beizen. Wir haben unten noch ein bisschen Beizfarbe stehen, da werde ich nochmal entsprechend für ein Kurzvideo das Ganze ausprobieren. Ich habe noch das eine oder andere Teil, was nichts geworden ist, wo ich da mal ein bisschen rumexperimentieren kann. Und der nächste Tipp, den ich euch geben kann, ist noch, stellt eure Retraction Settings ein. Also generell, ich blende nochmal hier oben entsprechend das Video ein, schaut es euch an, wie ihr euren Drucker entsprechend richtig einrichtet. Also First Layer, dann Extrusion Multiplier und so weiter und so fort. Und dann solltet ihr erstmal kein Problem haben. Wenn ihr dann Probleme mit Stringing habt, stellt eure Retraction Settings ein. Bei mir haben die Retraction Settings relativ gut funktioniert. Ich habe leichtes Stringing gehabt, wo immer so ein bisschen leichter Flaum hier an den Holzteilen dran war. Aber den konnte ich so mit der Hand, wenn ich drüber gegangen bin, wegmachen. Es hat sich also wirklich gut drucken lassen. Und ansonsten von den Temperaturen her, muss ich sagen, sind alle Hersteller eigentlich fast in der gleichen Richtung. Also alle zwischen 190 und 210 Grad. Es druckt sich also eigentlich fast wie PLA. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, druckt nochmal einen Temp Tower vorher. Und in Bezug auf Lüftung, ich weiß, beim PETG-Video gab es auch jede Menge Diskussionen unter dem Video in den Kommentaren, wo es gesagt hat, ja, Prozentansatz ist oder Prozentangaben sind eigentlich viel zu ungenau. Das mag stimmen, aber die Slicer funktionieren halt entsprechend mit einer Prozentangabe. Deswegen mache ich die Prozentangabe und hier beim Holz habe ich komplett volle Lotte entsprechend draufgeblasen. Das heißt also 100% Lüftung eingestellt, damit ich hier wirklich, naja, ein schönes Druckergebnis habe. Und ich muss sagen, das Druckergebnis gefällt mir echt gut und ihr könnt euch gleich mal im B-Roll das Ganze angucken und sagen, was ihr davon haltet. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Vielen, vielen lieben Dank an meine Patreonen. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und solche Videos nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert doch bitte den Kanal. Und in diesem Sinne, hold the line, happy printing und ciao.